schon mittendrin im Tag und trotzdem möchte ich noch mal kurz sagen, endlich wieder Montag. Und wir haben jetzt schon fast Mittag und ich komme jetzt erst dazu, das Video zu machen und es wird ja dann noch hochgeladen, von daher ist ja jetzt die Dringlichkeit nicht so groß. Aber manche freuen sich ja schon und die Rückmeldungen sind ja doch durchaus positiv. Von daher kurz einmal zum Start in die Woche ein paar warme Worte von mir. Denn was ist diese Woche wichtig? Ich gucke ja immer astrologisch rein, das heißt, wir haben in unserer About Me Spiritual School den astrologischen Wochenfokus von mir. Und würde ich den jetzt eins zu eins hier wiedergeben, wäre das natürlich nicht fair den Menschen, die da sich zu entschieden haben, die ihr Commitment gegeben haben und die Spiritual School gebucht haben für ein Jahr und dann gerne auch verlängert haben. Mittlerweile haben wir die Spiritual School im vierten Jahr. Das heißt also, seit 4 Jahren geben Alexandra und ich da unser Herz rein, unsere Seele rein und auch unsere Inhalte rein. Einen wichtigen Punkt schon für diese Woche, auch für dich gerne von meiner Seite aus. Wir sind ja mit der Sonne von der Erde aus gesehen nach wie vor im Zeichen Zwillinge. Und Zwillinge steht für Kommunikation, fürs Miteinander, für neue Kontakte knüpfen. Das habe ich in den letzten Wochen mehrmals angeregt oder angerissen, dieses Thema. Es geht aber auch darum, seinen Interessen nachzugehen, also das zu tun, was dich interessiert und auch selber zu schauen, was dich nicht interessiert, da natürlich, sage ich mal, weniger Zeit mit zu verbringen. Zumindest wenn du in einem Alter bist und wenn du in einer Situation bist, wo du genau das selber mitbestimmen kannst. In der Schule gibt es nach wie vor leider nur sehr bedingt Einfluss darauf, wann was ansteht oder was die Kinder wann gerne tun würden. In den freien Schulen ist es, glaube ich, schon mehr. Und auch das ist im Kommen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass das noch viel stärker gefördert wird, und zwar die Individualität eines jungen Menschen, damit die Entwicklung der jungen Mädchen früh gefördert wird in Bezug auf die Richtung, in die sich ihr Leben entwickelt. Ich denke, da haben wir noch jede Menge Nachholbedarf, da haben wir noch jede Menge zu tun. Und da geht es also auch darum, Interessen zu fördern. Und wenn ich etwas habe, wofür ich mich interessiere, fällt es mir auch leichter, darüber zu reden, als wenn ich vor der Klasse oder vor einer Gruppe oder hier vielleicht vor Menschen sprechen soll über ein Thema, wo ich gar keine Affinität für habe. Dann werden die Worte sicher stockender kommen, es wird häufiger zu Äs und Ums kommen und es wird auch, glaube ich, nicht einfach sein, dem zuzuhören oder dem zu folgen, was die Person dann von sich gibt. Also, die Sonne steht im Zeichen Zwillinge, dazu habe ich gerade was gesagt. Es gibt noch eine Besonderheit in dieser Woche, und zwar Pluto. Über den haben Alexandra und ich in einer der letzten Podcast-Folgen gesprochen, dass Pluto sich aufmacht ins Zeichen Wassermann oder aufmacht, durch das Zeichen Wassermann zu wandern. Diese Reise dauert 20,5 Jahre. Ne, nicht auf den Tag genau, aber das ist schon. Also das heißt, Pluto ist ein Zeichen, das steht für die Verbindung, Verbindung zu sich selbst, Verbindung zu anderen. Es steht für Wert, gemeinsame Werte. Auch da den Wert der Verbindung zu sich selber zu prüfen. Es geht darum, Themen zu transformieren, die dich aufhalten, die dich abhalten davon, deinen wahren Wert zu erkennen und deinen wahren Wert zu leben. Wassermann steht für tiefgreifende Veränderung. Das heißt, Pluto tritt ein ins Zeichen Wassermann. Das heißt, dass wir erwarten dürfen für die nächsten Jahrzehnte, dass sich in der Psyche von Menschen vieles in Veränderungen, in Aufruhr befinden wird. Und auch da sind wir ja gerade auf dem besten Weg hin durch die letzten Jahre, durch die aktuelle Situation, dass viele Menschen nicht mehr alleine mit sich klarkommen. Und ob sie es jetzt direkt auf die Seele oder auf die Psyche beziehen oder auf ihren Alltag beziehen, das ist dann ja an anderer Stelle zu klären. Aber es ist einfach viel in Bewegung gekommen. Also, Pluto ist eingetaucht ins Zeichen Wassermann. Tendenziell wird er in 20,5 Jahren weiter wandern ins Zeichen Fische, aber bis dahin gibt es ja noch viel anderes zu besprechen. Jetzt befinden sich die Planeten ja alle auf einer individuellen Umlaufbahn in unserem Sonnensystem. Und Pluto ist jetzt rückläufig. Das heißt, er kommt aus dem Zeichen Steinbock, tritt ein ins Zeichen Wassermann, bremst nochmal ab, aus unserer Sicht gesehen, und ist rückläufig, also kommt nochmal ein Stück auf uns wieder zu.
und taucht jetzt gerade wieder ein ins Zeichen Steinbock. Steinbock, da geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, also einen sicheren Rahmen zu schaffen, an dem du dich orientieren kannst. Und zwar für die Seele, für die Psyche. Pluto ist der Planet, wo es um tiefe Emotionen geht, wo es um die tiefe Analyse des eigenen, aber auch von anderen Menschen geht. Also die Psychoanalyse oder die psychische Analyse findet da statt. Und dafür einen klareren Rahmen zu setzen, dass deine Psyche wieder stabiler werden kann. Darum geht es im Moment. Also konzentriere dich darauf, was du tun kannst, um innerlich stabiler zu werden. Und wenn du das aus eigener Kraft nicht schaffst oder aus eigener Ambition keinen Sinn dafür hast, ist es trotzdem wichtig für dich, dich darum zu kümmern. Und wenn du es, wie gesagt, nicht selber schaffst, dann such dir eine Person oder eine Gruppe, die das unterstützt, die dich da in deiner Entwicklung unterstützt, damit du nicht alleine aufgeschmissen bist und nicht mit deinen Themen klarkommst oder das Gefühl hast, es gibt niemanden, der sich dafür interessiert oder der sich um dich kümmert. Kümmere dich um dich selber, kümmere dich darum, dass du alles dafür tust, einen Rahmen zu erschaffen, dass deine Seele und du, also dein Inneres, dein Geist, dein Herz, dein Körper auch mit deiner Seele in Verbindung gehen kann und dass dann Ruhe einkehrt, dass die innere Ordnung, die innere systemische Ordnung hergestellt ist, dass du also, wenn du häufiger mit anderen Menschen aneckst, auch fragst, was hat das Ganze mit dir zu tun? Warum begegnet dir das immer wieder, dass du mit anderen Menschen aneinander gerätst, was dir auch Energie raubt und was dir Kraft raubt? Aber frag dich einfach mal, wie kommt das zustande? Also was sind die Ausgangssituationen dafür, dass du in solche Situationen reingerätst? Und die Antwort darauf wirst du weniger bei den Personen finden, mit denen du aneinander gerätst, als vielmehr in dir selber, wenn du also dich damit auseinanderzusetzen beginnst. Was ist der Ursprung dafür, dass du überhaupt die Tür aufgestoßen hast, dass jemand reinlatschen kann und dich in eine unangenehme Situation mit reinzieht, vermeintlich unangenehme Situation, die Klärung bedarf. Und Klärung wie ein Teich, der aufgewühlt ist und wo die ganzen Schwebstoffe den Teich trüb machen, der braucht auch Klärung. Und manchmal ist es gut, dass die Klärung durch Zeit erreicht wird. Das heißt, dass du Ruhe einkehren lässt, dass sich die Partikel wieder absetzen können und der Teich, das Wasser am Teich wieder klarer wird. Was gibt es noch zur Klärung? Es gibt Kläranlagen. Und Kläranlagen klären das Wasser von den Abwassern. Und es gibt sicher auch menschliche Kläranlagen, die dich dabei unterstützen, den Scheiß aus deinem System rauszufiltern. Und wenn du jemand bist, der sich ärgert darüber, dass du immer wieder mit Menschen aneinander gerätst, aber schon inzwischen auf den Trichter gekommen bist, dass das Ganze auch etwas mit dir zu tun haben könnte, du aber selbst nicht in der Lage bist, es für dich zu klären oder zu erklären, dann such gerne Kontakt zu uns. Uns heißt zu Alexandra und oder mir. Und wir helfen dir dabei, zu klären, wo du gerade feststeckst, im eigenen Mist, im eigenen Morast. Entschuldigung. Ja, mit diesem Gedanken möchte ich dich gern in die neue Woche schicken. Sorge dafür, einen klaren Rahmen für deine Seele, damit deine Seele sich in dir zu Hause fühlt, zu erschaffen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann such dir Hilfe, such dir Unterstützung dafür. Und wenn es für dich darum geht, etwas zu klären, zu erklären oder erklärt zu bekommen, nimm auch gerne Kontakt auf, weil je klarer du siehst, je geklärter du schauen kannst, umso schneller und umso besser kommst du ja auch voran. Hab eine gute Woche, gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Herzkanalgrüße aus Köln, das war Armin und danke für deine Zeit und komm gut durch die Woche. Bis dahin. Tschüss.